dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hochverehrtes Publikum, Mesdames, Messieurs, Bonjour, Bonsoir. Hier ist die Folge 43 der munteren Philosophentrilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Nunmehr im vierten Jahr ihres Bestehens, das war ein Scherz, die Folge dieser Abteilung nicht noch bis ins Unendliche auszudehnen, komme ich gleich zur Sache. Nummer 209 ist am Start. Ein gewisser Ottmar Spann, nicht ganz frei von nationalsozialistischer Vergangenheit, aber zu dem Zeitpunkt 1905, denke ich mal, hält sich das Ganze noch in Grenzen, sodass ich guten Gewissens oder nicht hier Gnade vor Recht ergehen lasse. Und wir hören, was dieser Herr Spann zur Logik der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung hier zu sagen hat. Und zwar folgendes: Die Frage nach der Eigenart des Objekts der Sozialwissenschaften handelt es sich um nichts Geringeres als um den Begriff des Sozialen der Gesellschaft selbst. Bekanntlich ist dieser bisher in allgemeingültiger Bestimmung noch nicht gebildet worden. Der Streit tobt um die Frage, ob es sich in der Sozialwissenschaft um die Beschreibung von Wertbeziehungen oder von Kausalbeziehungen handelt. Hat jetzt dieser Beitrag hier mit unserem, meinem, ihrem, eurem Thema Abstraktionen, ja, Begriffsbildung, insofern hat sich die Frage beantwortet, aber es geht bei der Frage der Sozialwissenschaften, das ist jetzt eine etwas andere Geschichte, weil man sich nicht mehr so ohne weiteres auf die sonst üblichen Einheiten in Kilogramm, Zentimeter und was gibt's noch, dergleichen jedenfalls, hinausreden kann, um die Wissenschaftlichkeit zu gewährleisten. Es geht hier also bei den Sozialwissenschaften um den Begriff des Sozialen und dann der Gesellschaft. Was soll hier eine Gesellschaft leisten? Dieser Begriff ist bisher in allgemeingültiger Bestimmung noch nicht gebildet worden und ich denke mal, das ist bis auf den heutigen Tag so, weil sich die verschiedenen Schulen da nicht einig sind. Ist jetzt kein Phänomen einer einzelnen Wissenschaft, sondern wenn man genau hinschaut, dann gibt es in jeder Wissenschaft, sage ich mal, verschiedene Auffassungen, verschiedene Strebungen, Schulen, was im Grunde genommen nichts Kritikwürdiges wäre, denn ein Wettbewerb der Meinungen hat noch nie geschadet. Ein solcher Wettbewerb kann aber auch sinnlos sein und von vornherein zu keinem Ergebnis führen, beziehungsweise zu keinem anderen, als die herrschenden Methoden und Zustände zu legitimieren und das abzusegnen, was gerade passiert, also als Lobredner der Macht im Grunde genommen zu gelten und sich in den Dienst der Regierbarmachung der Bevölkerung zu stellen,
Das ist nicht das, was ich unter redlicher Forschung und wissenschaftlicher Analyse verstehe. Aber der eigentliche Punkt, von dem abgesehen, dass sich niemand einig ist, geht es in den Sozialwissenschaften darum, ob dabei um Wertbeziehungen oder Kausalbeziehungen handelt. Kausalbeziehungen, das wäre die Geschichte nach Ursache und Wirkung, mehr oder weniger angelehnt an die naturwissenschaftlichen Methoden, wo sich einwandfrei, was aber auch nicht der Fall ist, aber das spielt jetzt keine Rolle, wo sich angeblich einwandfrei die Beziehungen von einer Ursache schon mal eine Ursache feststellen lässt und dann auch von dieser Ursache dann auch die Beziehungen, die Wirkungen ableiten lassen, mehr oder weniger logisch. Hierbei muss notwendigerweise ein ganz bestimmtes Menschenbild vorhanden sein, mit einem ganz vorhersagbaren Verhalten, so etwa nach dem Modell des Homo economicus, der kauft ohne Ende und sich ökonomisch verhält, also erbsenzählermäßig immer nach seinem materiellen Vorteil, Wohlbefinden schaut, was dann aber auch schon wieder diese Gegenüberstellung von Wertbeziehung und Kausalbeziehung konterkariert, weil diese Kausalbeziehungen im Grunde genommen ja auch Wertbeziehungen sind. Es wäre also, die Frage ist eigentlich die, ob es Kausalbeziehungen gibt, ohne dass die Wertbeziehungen wären, also Kausalbeziehungen in Bezug auf die Sozialwissenschaften. Das wäre die Frage und die hätte sich dann auch erledigt, dass es um Wertbeziehungen geht. Ich denke mal, dass die problematische Fragestellung hier bei diesen Sozialwissenschaften nicht die von Wertbeziehung und Kausalbeziehung ist, sondern von Wertbeziehung und neutraler Objektivität. Aber vielleicht ist auch mit Kausalbeziehungen auch das gemeint, weil die Gegenüberstellung, der Kontrapunkt zum Wert ist eigentlich die Objektivität. Und dahingehend wäre dann auch für mehr Klarheit gesorgt in den Sozialwissenschaften, zumindest wenn man jetzt von der Spanschen Fragestellung ausgeht, wenn die Objektivität, die logisch allgemeingültige Objektivität als solche wegfällt. Das muss reichen. Ich komme zum nächsten Punkt, 210. Hier handelt es sich ein Zitat aus Lewis Carroll, Alice im Wunderland, gefunden bei Isaac Slobin, Einführung in die Psycholinguistik aus dem Jahr 1974. Das Beispiel heißt, wenn ich ein Wort benutze, sagte Humpty Dumpty ziemlich verächtlich, dann hat es genau die Bedeutung, die ich wähle, nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist, sagte Alice, ob man das machen kann, dass Wörter so viel Verschiedenes bedeuten. Die Frage ist, sagte Humpty Dumpty, wer das Sagen hat. Das ist alles. Alice war zu verwirrt, um etwas sagen zu können. Und hier, denke ich mal, ist in dieser Art von märchenhaften Formulierung das gesagt, was auch ein Credo des Gleichsatzkanals darstellt. Und zwar
ist es im Grunde letztlich eine Frage des Machtinteresses, was bei der Begriffsbildung herauskommt und dann schließlich zur Geltung gelangt. Das ist letztlich immer eine Machtfrage, aber so soll es nicht sein. Die Macht soll eigentlich nicht, wenn man den Gründervätern der Demokratien glauben will, soll eigentlich nicht die Bedeutung der Begriffe bestimmen. Es soll aber auch keine X-Beliebigkeit hier stattfinden, sodass jemand genau die Bedeutung, die er wählt, also das darf jetzt nicht so verstanden werden, dass das jetzt eine X-Beliebigkeit ist. Es kann, wäre jetzt wieder ein anderes Thema, wie die Vernunft zu definieren wäre, um jetzt da irgendetwas vorzuschreiben. Aber ich denke mal, wenn jetzt jemand einen Tisch als Sitzgelegenheit benutzt, und dann von mir aus, ich muss mir zuerst einen Stuhl suchen in einem Raum, wo keine Stühle sind, sondern nur ein Tisch und ansonsten nur Schränke und dergleichen. Und dann sagt jemand, hier haben wir ja einen Stuhl und setzt sich auf den Tisch. Das wäre jetzt vereinfacht gesagt eine Bedeutungsverschiebung, die im Grunde genommen keine Kritik verdient. Also da muss man das jedem überlassen, wie er etwas bezeichnet, auch wenn das jetzt mal für den üblichen Sprachgebrauch ungewohnt ist. Und das jetzt, wenn jetzt nicht jemand einen Scherz macht aus einer, ich nehme immer Elefanten und Mücken, aus einem Elefanten keine Mücke macht, das, oder mal von Kindern abgesehen, die sich einen Spaß draus machen, das versteht sich auch von selbst. Aber anders geartet sind die Angelegenheiten dann schon, wenn es darum geht, was jetzt unter einem zum Beispiel geordneten Familienleben zu verstehen ist. Da sind unter Umständen die Ansichten der kleineren oder sagen wir mal ohnmächtigeren Familienmitglieder andere als diejenigen der Eltern. Oder nehmen wir das Beispiel Liebe, wenn es darum geht, was unter Liebe zu verstehen ist zwischen zwei sogenannten Liebenden und sie so, du liebst mich nicht, und er so, wieso, und sie so, weil du mich nicht liebst, und er so, wieso, da ist das dann eine andere Frage, vielleicht am Ende dann doch die, bestimmt dann doch derjenige oder diejenige darüber, was man darunter zu verstehen hat oder welches Verhalten dann erwartet wird, und auf der anderen Seite dann zu befolgen ist, der oder die, die mächtigere ist oder überzeugender ist oder ja, dann den Keuschheitsgürtel anlegt, wie auch immer, das ist dann die Frage. Und eine, man möchte gar nicht glauben, wie viel Macht in all den Begriffen steckt, die Millionen von Schülern in Schulen und auf Universitäten und sonstigen Bildungsanstalten in sich tragen, die diese Schüler dann für sich akzeptieren. Also es sind nicht nur die Begriffe, die da akzeptiert werden, die Autorität, es wird damit Autorität akzeptiert. Und das hat weitaus größere Auswirkungen auf das Verhalten der Leute als andere formale
vielleicht willkürliche Autoritäten, materielle Macht, wie auch immer, das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn am Beispiel der Abschaffung oder Zerstörung der Objektivitätsvorstellung, was da befürchtet wird, ist auch der Verlust von Autorität, weil man sich fürchtet ohne diese Autorität. Und das ist das beste Beispiel für eine verfehlte Erziehung oder ein verfehltes Bildungssystem, dass man kritischen Gedanken gegenüber nicht mehr vorurteilsfrei sein kann, sondern im Grunde genommen mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und sein Klein-Klein Tag für Tag ohne große Variationen da abspult, bis es dann am Ende vorbei ist. Also, wer das Sagen hat, das ist alles. Es folgt die Nummer 211 und ein kurzer Blick auf meinen Aufpasser. Der nächste Autor, Vygotsky, ein marxistischer Psychologe, 1906, die Arbeit über Denken und Sprechen. Dort heißt es, ein Wort bezieht sich niemals auf irgendeinen einzelnen Gegenstand, sondern auf eine ganze Gruppe oder eine ganze Klasse von Gegenständen. Infolgedessen bildet jedes Wort eine direkte, indirekte Verallgemeinerung. Jedes Wort verallgemeinert also bereits. Also sagt uns hier Vygotsky nichts Neues, das wiederhole ich immer wieder. In fast jeder Folge, dass die Worte allein schon Verallgemeinerungen darstellen. Aber was worauf Vygotsky hier noch aufmerksam macht, ist, dass es nicht nur, was jetzt eine Sache betrifft, jetzt die Sache selbst, jetzt einen Hund, und der einzelne Hund ja ein ganz besonderer Hund ist, und mit Hund werden alle Hunde gemeint, die sich in der Mehrheit völlig von dem, der jetzt vor meinen Augen ist, unterscheiden. Also nicht nur ein Artbegriff gebildet wird aus den einzelnen Klassen, sondern ganze Gruppen, ganze Klassen, das heißt, jetzt unabhängig von dem, was Vygotsky da jetzt schreibt, ist es ja, wird mit dieser Art von des Gebrauchs der Sprache eine Metaebene beschritten, die von dem konkreten Umstand, wenn sich jetzt diese Abstraktion oder diese Beschreibung von der konkreten Situation abhebt und da etwa in geschriebener Form ein Eigenleben entwickelt und diese Erlebbarkeit der Situation, wo ich jetzt nicht mehr dabei bin, wenn jemand etwas so oder so beschreibt. Das ist eine ganz andere Art von, ein ganz anderes Niveau von Abstraktion, weil durch meine persönliche Gegenwart in einer Situation gibt es so viele Informationen, die ich neben dem Wort, das da hier jemand spricht, selber erfahren kann. Da ist der Satz, den jetzt jemand sagt, eigentlich von der geringsten Bedeutung, sondern das, was mein Anteil, meine Bewusstseinsarbeit an der ganzen Angelegenheit ist, ist eigentlich das Entscheidende für mein Verständnis dessen, was da jemand sagt. Und wenn ich jetzt so eine Beschreibung am Telefon oder
oder in einem Buch lese, dann ist es was völlig anderes. Also ein ganz anderes, nochmal eine ganz andere Stufe der Abstraktion. Und das darf nicht verwechselt werden oder auf eine Ebene gestellt werden, weil das zwei völlig andere Erlebnissphären sind. Da lassen sich ganz andere Folgerungen, Konsequenzen ziehen, Ableitungen sind da möglich. Durch meine eigene Gegenwart, aber auf der anderen Seite durch die bloße Abstraktion ohne diese Gegenwart sind dann selbstverständlich auch ganz andere Konsequenzen und wahrscheinlich viel mehr spekulativer Art, nicht wahr, dann möglich, weil dieses Moment der Überprüfung wegfällt, der direkten Überprüfung. Und deswegen ist es auch etwas anderes, wenn ich mit jemandem jetzt nur per SMS kommuniziere oder nur per E-Mail, als wenn ich ein persönliches Gespräch führe. Da ist die Möglichkeit, sich ein adäquates, funktionierendes Bild von dem zu machen, was gerade abgeht, viel größer, unvergleichlich größer, als wenn man bloß durch Buchstaben bzw. Worte und Sätze von irgendetwas in Kenntnis gesetzt wird. Das kennt im Grunde genommen jeder die Gebrauchsanleitung für irgendetwas ist schwieriger nachzuvollziehen als jetzt ein Video zu sehen, wie etwas aufgebaut wird, wenn es didaktisch klug aufgebaut ist. Es gibt allerdings auch ganz wortlose die neueren Reisebeschreibungen für irgendwelche Aufbauten. Da wird bloß mehr mit A und Nummern und Zahlen und Zeichnungen und das ist dann am internationalsten gut. Also zu glauben, wenn jetzt irgendjemand etwas beschreibt, da die Wahrheit zu treffen, davon kann sich getrost jeder verabschieden. Man kann immer nur versuchen, eben dem Zweck entsprechend sich dann so zu verständigen, dass der Zweck erzielt wird. Dann kommt es wieder darauf an, auf die Bewusstseinsleistung der einzelnen Personen, wie gut das funktioniert. Aber von Wahrheit und Erkenntnis bis ins letzte Glied, das ist eine Illusion. Und auch Objektivität, das ist einfach, das ist eine Religion, sagen wir doch so, sagen wir es wie es ist, das ist eine Religion, die Objektivität, da sollen die Leute drauf glauben, damit sie was zum Glauben haben. Die nächste Nummer kommt ebenfalls von Herrn Vygotsky. Derselbe Gedanke kann in verschiedenen Sätzen ausgedrückt werden, ebenso wie der gleiche Satz zum Ausdruck verschiedener Gedanken dienen kann. Heißt, es ist alles relativ. Absolute Bedeutung einzelner Wörter gibt es nicht. Oder also in Bezug auf Gedanken. Was hier aber fehlt, ist, dass dahinter der Zweck, ein Zweckgedanke steht. Obwohl man auch behaupten kann, es geht um Wahrheit und dann dieselben Gedanken mit verschiedenen Worten zum Ausdruck bringen, spielt es gar keine Rolle, ob es jetzt irgendeine Wahrheit gibt. Es reicht, dass jemand eine Wahrheit behauptet und es dann jemandem gelingt, jemand anderem davon zu überzeugen, dass es so eine Wahrheit gibt. Es ist in jedem Fall aber der Zweckgedanke oder die Nützlichkeit der Sprache für denjenigen, der jemanden überzeugen will.
Und das Zeichen ist, habe ich hiermit vernommen, dass die halbe Stunde rum ist und damit auch die Folge 43 dieser Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Ich verabschiede mich, es verabschiedet sich ich. Peace und out.